Gut, ich setze den Cut und pack die Maus mal irgendwo anders hin. So, danke. Eventuell spiele ich nachher auch noch ein bisschen Genshin im Stream. Das weiß ich. Nein, ich will nicht zurück zur Stadt. Das weiß ich aber noch nicht. Da kam nämlich heute Morgen das 1.6 Update und ja. Ja, ich würde wahrscheinlich sowieso sonst nur bis 2 Uhr maximal jetzt gleich streamen. Und zwischen 2:30 wahrscheinlich dann Genshin starten und mir das Update-Gebiet angucken. Aber eventuell mache ich es auch im Stream. Wobei ich eigentlich Genshin grundsätzlich nicht im Stream unbedingt spielen wollte. Aber naja. So, kann ich ja mittlerweile irgendeine Fähigkeit? Nee, ich kann da. Wait, der Schlüssel da ist neu, oder? Komme ich an den wenigstens irgendwie ran? Sind hier auch mehr Gegner auf einmal? Kann ich hier vorher überhaupt laufen? Das sieht ja alles jetzt so anders aus. Ah, stimmt, ich brauchte Inventarslots erweitert. Oh Mann. Mein Inventar ist voll. Twitter ist der zusammengemischte Abfall, der aus anderen menschlichen Abfall entstanden ist. Lange bin ich heute eh nicht da. Halbe Stunde circa heute. Ja, wie gesagt, also. Ich mache vielleicht jetzt ein Gebiet hier und dann mache ich auch wieder Schluss. Gestern wollte ich ja streamen eigentlich, aber naja. Ich wurde geweckt mit. Ja. Nee, wie wurde ich geweckt? Mein Wecker hat mich um 16:45 geweckt. Dann habe ich die Snooze-Funktion aktiviert. Eine halbe Stunde, ja gut, 15 Minuten weiter. Auf 17:30. Oh, ein Eisenerz, cool. Kann ich eh nichts zu machen. Ich kann mit den ganzen Items nichts machen. Ich brauche mehr Inventarslots. Wieso kann ich Kackehaufen einsammeln? Ja, und dann wurde ich quasi um 20 vor, nach ein bisschen schlummern und hin und her drehen, geweckt mit. Wie muss man da raufkommen? Wurde ich geweckt mit. Ich soll aufs Handy gucken oder ich soll mal eben meine Mutter anrufen, was auch immer. Und ja, dann hieß es um 17:40 ich soll heute arbeiten. Und 5 Minuten später hieß es, nein, ich soll gestern arbeiten. Also quasi in dem Fall heute dann da. Und dafür heute dann halt nicht. Hätte ich mir so. Aha. Super. Werde ich überhaupt gefragt? Irgendwie nicht. Naja, dementsprechend war ich gestern arbeiten und ja. Hab meine 12 Stunden da rumgebracht. Ich habe aber endlich wieder. Ich habe was gefunden, was ich nebenbei auf Arbeit machen kann. Was ist denn das für ein Ding? Hey, was machst du da? Das Erz ist meins. Kannst das Erz nicht für dich beanspruchen? Ich wollte gerade sagen, er steht ja ganz hinten, also von daher. Kann ich wohl. Meins, siehst du? Ich habe es soeben getan. Hey, was hast du da? Mich verarschen? Wow. Ja, ich habe auf dem 3DS Windbreaker ange. Ach, Windbreaker sage ich schon. Phantom Hourglass angefangen. Also ein DS-Zelda das erste. Merke, ich habe Schaden genommen, aber ich sehe keinen Schaden oben links. Interessant. So, hast du irgendwas anderes zu sagen, wenn ich hier stehe? Du bist verdammt beschäftigt, aber gibst mir auch das Erz nicht. Ich kann den Typ nicht leiden. Ich mag die NPCs in dem Spiel nicht. Achso, und hier war aber sonst. Ah, genau, hier war der. Bin ich jetzt auch da oben weiter eigentlich hoch? Moment. Was ist das schon wieder? Was ist das? Egal. Überfahrt recht. Du bist einfach gegen taube Zuschauer. Das ist mir eigentlich scheißegal, Lee. Wow. Ich meine, ich habe so schon eigentlich keine Zuschauer. Also nicht viele. Und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier irgendein Tauber oder Blinder her verirrt? Ich meine, ja. Bei einem Blinden wird es so fast Sinn machen in gewisser Weise. Der kann zumindest zuhören. War taub? Gut, der kann zu gucken. Aber er kann es nicht hören. Kann sich halt eigentlich jederzeit irgendwas angucken und das macht keinen Unterschied. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, Taube und Blinde haben andere Probleme oder andere Hobbys. Wobei eigentlich ist Gaming in dem Fall sogar ein ganz gutes Hobby. Zumindest wenn man taub ist. Wenn mir jetzt nicht irgendwas bald verpasse ich mir. Ich brauche mehr Inventarslots. Das ist doch nicht normal. Bap, bap.
einfach zu zuverlässig. 50-50 Taubenschütze ist einfach solidarisch. Ja, ich sag mal so. Wenn es aus irgendwelchen Gründen echt jemanden geben würde, der taub ist und hier landet, dann frage ich mich, wie er hier gelandet ist, weil einfach nur anhand des Bildes. Das macht halt wenig Sinn. Irgendwie. Oh, hier ist irgendwo ein Slimy. Ich glaube, der ist oben. Achso, ach, hier ist. Warte mal. Da unten konnte ich die ganze Zeit immer lang, aber ich konnte hier oben nicht hin. Ah, okay. Gut, wieder rüber. So. Egal, Themawechsel. Ich sage, egal was ich jetzt sage, es wird irgendwann gegen mich verwertet. Aber naja. Du kannst nicht reden. Warum sind eigentlich immer alle Typen in dem Spiel hier fett? Fuck. Hey, du warst nie, wirst nie erraten, was passiert ist. Die Brücke ist kaputt. Die Brücke ist, hey, woher wusstest du das? Warte mal, also, sag bloß, du kannst Gedanken lesen. Was denke ich gerade? Brücken, Gewicht haben, Enden. Brücken. Heilige Bimbam, das stimmt. Aber bitte, lies mir Gedanken nicht, wenn ich auf der Toilette bin. Die sind privat. Ich hinterfrage diese Gespräche hier im Spiel einfach nicht mehr. Achso, ich kann gar nicht mehr. Oh, ich kann jetzt anderes mehr fragen. Stelle vor. So vor, ich habe gehört, du heißt, seist ein guter Streamer. Der Erstdeutige oder der Zweideutige? Achso, welcher der Witz ist jetzt lustiger? Was für Witze? Hast du schon welche geschrieben und übersehe ich die jetzt gerade oder nee? Erstdeutige oder der Zweideutige? Also eigentlich ist der zweideutige Witz immer witziger. Was kommt auf die Situation an? Zweideutige Witze? Alter, die Texturen sind ja mal kein Stück geladen. Komm mir gerade vor. Na, ich sterb wieder. Nein, 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 nein. Nein, ich habe mich schon wieder aufgehangen. Ich werde gleich sterben. Dieses Spiel ist überhaupt nicht buggy. Ich komme gerade vor, wie meine GT 660 Zeiten zurückversetzt. Von vor 10 Jahren oder so. Wo die Drachentexturen in Skyrim nicht geladen haben. Habe ich den Sprung darüber? Rein theoretisch. Ich muss den Sprung darüber gar nicht schaffen. Da war ich. Nee. War ich hier unten überhaupt schon mal? Doch, hier unten war ich. Das sind die Kisten. Komm ich da unten irgendwie rein jetzt? Warte mal, ach halt, Moment. Kann ich nicht von hier oben einfach jetzt runterspringen? Theoretisch? Ist das Wasser tief oder das Wasser nicht tief? Das Wasser ist tief, oder? Das wirkt nur so flach. Ich werde sterben. Wieso kann ich eigentlich nicht schwimmen? Ach ja, ich war ein Cyborg. Wenn das ein Tauber sagen würde. Also der, dass du ein guter Streamer bist. Ach so. Das sollte ein Witz sein. Ich habe das so interpretiert, wenn du jetzt, wenn jetzt einem Tauben gesagt wird, ich sei ein guter. Achso, hier ist das Ding. Es wäre irgendwie, könnte man diese Meinung, glaube ich, nicht gerade ernst nehmen, weil er sieht zwar das Bild, er könnte höchstens sagen, ich wäre ein guter Spieler, was auch nicht zutreffen würde, aber ein guter Streamer, das könnte er nicht beurteilen, wenn er mich nicht hört. Wobei andererseits, er könnte halt die Reaktionen zu bestimmten Sachen witzig finden. Und wenn er die Spiele selber gespielt hat, umso eher, aber... Kompliziert. Nein, du bist wieder dieses kleine Mistvieh. Wie war überhaupt die Steuerung? Moment. Das war Wirbelwind, das war Rolle. Das war Parieren, das war Item nutzen. Scheiße, ich habe mich geheilt. Tot? Du bist tot. Okay. hast du den ersten jetzt auch mal aufgenommen? Den ersten? Den ersten was? Hat den Tauber, ich habe gehört, du seist ein guter Streamer. Ah, ach so. Ja. Ah.
Ja gut, gehört kannst du aber halt auch, Ih, what the fuck hast du denn für eine Range? Kann ich gar nicht auch wirbeln? Du gefällst mir nicht als Gegnertyp. Ich meine, er könnte es halt gehört haben im übertragenen Sinne, dass er es gelesen hat. Er hat von einer Person im Chat gehört. Also das wäre möglich. Oh, hier ist ein erstes Ding. Ich habe keinen Inventarplatz frei. Nein, nein, abbrechen. Okay, ich habe nur Eisenerz bekommen, das ist okay. Ich brauche mehr Inventarslots. Das geht so nicht. Das ist doch als die Flat Earth Theorie. Ah. Möchte ich da oben irgendwie ran? Ich kann von oben runterfallen. Er sauf ich dann. Ich sauf doch dann direkt, oder? Wenn ich von oben durchlaufe. Möchte anmerken, das sieht aus wie ein Arschloch. Aber okay. Eine sehr interessante Gesteinsformation. Wo ein Schlüssel drin und drunter schwebt. Come on. Ja, was denn? Guck dir das doch mal an. Durch den goldenen Schlüssel leuchtet das so bräunlich. Dazu ist die runde Lochform halt. Dann die Gesteinsvarianten, wie das da aufgebaut ist. Was sind das für Viecher? Also den Flat Earther Witz verstehe ich jetzt wieder nicht. Kann ich eigentlich gegen euch irgendwas machen? Also irgendwas Effektives? Seid ihr tot nach einem? Ne, seid ihr nicht. Okay. Ich kann auch nicht erkennen, wann ich euch parieren könnte, wenn das gehen würde. Nervig. Achso, ja, das meine ich. Uff. Ja, wie gesagt, den Flat Earther. Ich erkenne da keinen Witz jetzt gerade. Das war für mich eher eine Aussage. Okay, Jump Attacks sind echt extrem bescheuert in dem Spiel. Die machen nichts. Die treffen nie. Was habe ich so eine riesige Schockwelle, wenn die Schockwelle nie trifft? Zack. Ich muss mal anders hinsetzen. Hopp. Eigentlich wollte ich morgen oder übermorgen einen der Nachtschichten, die ich hatte, raushaben. Dafür, dass ich gestern gemacht habe, aber es wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Das heißt, ich habe heute nochmal so einen kurzen bis mittellangen Stream und werde wahrscheinlich nachher noch Genshin aufnehmen. Und morgen dann ja, Arbeit und übermorgen auch. Ist mir so ganz gut, weil ich renne heute schon wieder viel zu oft aufs Klo. Das ist schon wieder heute extrem bescheiden. Von daher ist es ganz gut, wenn ich heute eh nur kurz mache. Wir haben es jetzt 11:30, also zumindest die nächsten Dungeon will ich machen. Wahrscheinlich aber halt auch nur bis 1 dann. Ich habe die letzten 2 Wochen davor halt relativ viel gemacht. Eher weniger als Ausgleich. Wow. Dann wollte ich vor 2 Monaten mal wieder zocken. Stimmt, hast du jetzt eigentlich. Was ist jetzt eigentlich deine Grafikkartensituation? Ich meine, du hast quasi gefragt, was die 660 vom Cache schafft, aber. Naja, du hast gerade ja quasi gefragt, was die 660 vom Cache schaffen würde. Die Frage ist halt: Hat er jetzt eine Mahnung bekommen? Dein toller eBay-Verkäufer oder nicht? Darauf hat die Frage jetzt abgezielt. Klingt halt nix. Klingt halt nix im Sinne von, er reagiert nicht, also muss er jetzt mit einer Mahnung leben oder. Geld zurück oder warten? Ja, dann, ich weiß, naja, Ja, in gewisser Weise wäre Geld zurück fast einfacher. Und dann einfach bei einem anderen Händler gucken, ob du noch irgendwas ähnliches findest. Ansonsten, ja, keine Ahnung, die 660 ist eigentlich ganz okay. Oh, mein Smite Drop ist fertig, Moment. Muss er kurz raus haben. Nein, 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 abholen. Kann ich das eigentlich in meinem Chat jetzt machen? Ganz blöd. Es ist jetzt in meinem Chat aufgeploppt. Kann ich das nur in meinem eigenen Chat bringen? Die 660 kann aber nichts. Die 660 ist halt in die Jahre gekommen. So ein bisschen was kann die halt schon, aber jetzt
darfst da keine Wunder erwarten. Die 660 war meine erste Grafikkarte damals, nach meiner, ja, internen, die beim Rechner dabei war. Ich habe die damals für 160 gekauft. Ich hatte auch noch eine 660. Die hatte ich, glaube ich, irgendwann mal Jussi geschickt. Jussi hat, glaube ich, irgendeinem Kollegen ausgeliehen. Und Jussi hat die auch vom Kollegen, glaube ich, wiederbekommen. Und findet sie bei sich aber nicht wieder. Und meint, sie hat die schon wieder hergeschickt. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich die wieder hier herbekommen hatte, aber es ist eine 660. Wenn die jetzt irgendwie verschwunden ist, ist auch egal. Können wir jetzt nochmal auf dem Dachboden gucken, ob sie doch vielleicht da schon wieder gelandet ist, aber ich kann mich halt nicht daran erinnern, dass ich die Grafikkarte wiedererhalten habe. Aber könnte auch sein, dass ich sie doch irgendwann mal wiederbekommen habe und einfach nur vergessen habe. Also in meinem Zimmer habe ich sie definitiv nicht. Wenn, muss die auf dem Dachboden irgendwo versteckt sein. Die kann kein Hitman, kein Fortnite, Minecraft nur ohne Shader. Ja, gut, und Minecraft ohne Shader auch nicht auf allzu hohen Settings. Also mittlerweile ist Minecraft halt relativ fortschrittlich, was. Also was ist fortschrittlich? Fortschrittlich ist es rein gar nicht. Aber es ist noch leistungshungriger als vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich gerade so meine 100, 120 Frames gehabt. Und halt genauso gut eine GT 710. Das weiß ich nicht, ob eine GT 710 unbedingt jetzt besser ist als eine GTX Dingensbumsen. Wait. War hier nicht gerade noch irgendwie. Oh, hier geht mir auf den Sack. Ey, ich hasse Archer in dem Spiel hier. War hier nicht gerade noch irgendwie eine Art Magier? Fuck you. Bleib stehen. So. Also, ja, eine 660 ist halt besser als gar nichts. Also auf 60 Frames, auf mittlere Settings kommst du halt bei manchen Spielen noch. Bei moderneren jetzt wahrscheinlich nicht. Der Typ da oben sieht aus, ob er sich umbringen möchte. Wo ist denn jetzt der Mage denn, der Zaubertypi hier? Naja, billiger. Ja gut. Aber die Frage ist, findest du wirklich eine 660 oder eine 710? Ich. Stimmt, warte mal, eine 710 gibt es, glaube ich, bei einem Mediamarkt bei uns auch noch im Restpostenbereich irgendwie. Zumindest stand mal eine ganze lange Zeit eine 710 oder so irgendwie im Regal. Hat es, glaube ich, 70 oder 80 Euro, glaube ich, gekostet im Laden. Wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, aber. Müsst mal eventuell zum Mediamarkt und Aronix hin. Ich glaube, beide hatten jeweils eine davon rumliegen. Und gucken, ob die jetzt gerade noch für 70, 80 verfügbar ist. Eventuell wäre es eine Option, dass man die dann für 200 weiterverkaufen kann. Weil, hey, es ist keine gute Grafikkarte, aber es ist eine Grafikkarte. Weiß. Dieses dreckige Resellen. Aber ich bin auch ein Opfer von Resellern, von daher. Ich muss ja auch ein bisschen wirtschaftlich denken. So, da in der Ecke war ich. Ich mache schon wieder relativ. Ich rede schon wieder zu viel und kümmere mich um wenig. Das ist da oben, okay, da komme ich erst mit einer nächsten Fähigkeit hin. Da komme ich auch erst mit einer anderen Fähigkeit hin. Lass ich raten, im Feuertempel kriege ich eine Feuerfähigkeit, mit der ich die ganzen Äste wegmachen kann. Und im Eistempel kriege ich eine Skatefähigkeit. Und was ist das hier? Kann ich bitte Pfeil und Bogen bekommen für diese kleinen Mistviecher? Ey, das ist doch so zum Kotzen. Ey, fuck you, bitch. Just take your own, Dingens, Pfeil. Was ist das hier? Der ist da oben irgendwo, oder? Wahrscheinlich. Ach, ich hab ein schlechtes Grafikkartenkarma. Bei mir sind einfach ohne Fremdeinwirkung zwei Krakas kaputt gegangen. Du hast wenigstens eine gamefähige Kraka. Ja. Ja gut. Ich habe meinen Rechner aber auch halt vor dem Mining-Boom und vor dem Corona-Crash quasi geholt. Mein Rechner ist jetzt 4,5 Jahre alt. Also die Grafikkarte ist zwar gaming-fähig und alles drum und dran mit minimalen Einbußungen jetzt mittlerweile. Aber sie ist jetzt auch kein Top-Modell mehr. War sie auch nie. Ist halt eine mittelmäßige 1070. Aber naja, überleg grad. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, warte mal, der Fuchs hatte, glaube ich,
ursprünglich mal eine oder zwei 1080 im Rechner und hatte, glaube ich, aber auf eine 2080 geupgradet. Vor dem Mining-Boom. Frag mich, ob er seine 1080 noch hat oder ob er die verkauft hat jetzt im Mining-Boom. Interessant zu wissen. Meine 1080 würde jetzt, ja, doch einen kleinen Boost hätte eine 1080 noch. Müsste ich mal fragen, ob er die noch hat. Sie kann noch aktuelle Spiele. Ich brauche nicht mal Epic Settings. Ja, das ist halt so ein Punkt. Also, ich muss nicht unbedingt Epic Settings haben. Es kommt auf das Spiel an. Da hat er gelebt. Sowas wie Witcher 3 würde ich halt auch nur mit 1440p gerne spielen wollen. 1080p ist zwar auch hübsch und alles drum und dran und dann auf hohe Settings. Aber 1040p ist halt hübscher und dafür muss ich halt auch noch den Monitor dann haben. Und wenn ich den Monitor hätte, würde ich halt nicht großartig damit weiterkommen, weil, ja, ich die Leistung dann nicht habe für die Auflösung. Wenn ich ein Spiel auf Rush Shader 27p stellen muss, um gerade 30 FPS zu bekommen, ist das für mich kein Spielerlebnis mehr. Ja gut, ja. Ich sag ja, 1080p reicht mir eigentlich vollkommen, aber 1440p hat halt auch so ein kleines bisschen etwas für sich, was für diese Spiele spricht, für diese Auflösung. Okay, ich muss sagen, bei Witcher war es hauptsächlich das Blattwerk, was ich gesehen habe. Erstmal möchte ich den kleinen bisschen loswerden. Wieso habe ich jetzt. Hä? Kann ich euch einfach mal Windwirbel? Ja, kann ich, aber bringt nichts. Ich. Das Kampfsystem ist ein bisschen. Wieso hält der jetzt eigentlich so viel aus? Das ist ein kleiner Lichtgegner. Wir haben den richtigen Knopf. So, jetzt musst du angreifen. Ich kann doch mit. Das ist der Wirbelwind. Das ist die Rolle. Y das Item einsetzen, das ist springen. Ja. Ich brauche einfach, ich bin einfach viel zu früh mit dem Dodgen. Beziehungsweise mit dem. Ich kann euch beide nicht parryen, kann das sein? Doch, ich kann euch parryen. Leck mich am Arsch, ich kann euch doch parryen. Ich bin nur zu blöd dafür. Ja, 1080p ist an sich okay, reicht auch eigentlich. Notfalls kann man halt mit der Nvidia-App das hochskalieren lassen und wieder runterrechnen lassen. Kostet halt ein bisschen mehr Leistung, glaube ich, als wenn man es direkt in der Auflösung. Aber wenn man eine moderne Grafikkarte hat und einen 1080p Monitor, dann fällt das eigentlich auch nicht mehr großartig auf, glaube ich. Wenn man das bisschen extra Leistung ins Hochrendern und Runterrendern nutzt. Aber nativ ist halt immer besser als künstlich. Kann ich überhaupt. Ne, hier komme ich trotzdem nicht. Was ist das für Gitter schon wieder? Ich habe schon mal solche Gitter, glaube ich, gesehen hier. Oh. Irgendwie komme ich da oben hin. Okay. Ja, der Kampf war vollkommen unnötig, weil da hat mir das nichts gebracht. Da ist ein bisschen Feuerwuschbusch. Ist jetzt eigentlich der Gegner da oben noch? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Gegner besiegt habe, der da oben war. Er ist nicht da. Aber ich habe den noch nicht besiegt, oder? Oder? Inventar? Ne, Monster Essence habe ich nicht bekommen. Oh. Ich gedespawnt? Ist jetzt vor allem, ich will halt keine 200 Euro mehr für eine GTX 1050 blechen. Ich habe eine 1070 drin. Die ist halt bei 1440p. Es kann funktionieren, 1440p. Also ich habe in Witcher 3 auch noch 50 bis 70 Frames gehabt. In Kaer Morhen, also hier Anfangsgebiet, Prolog. Aber. Ich sag mal so, wenn es dann in die Action-Bereiche reingeht oder mit einem actionreichen Kampf mit schnellen Kameradrehungen und Effekten, dann könnte das auch unter 50 gehen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber halt testweise auch einen. Ja doch, es war ein G-Sync-Monitor, von daher. Ja.
Mit G-Sync ist es halt da weniger aufgefallen. Unter 60. Hier ist Gefährgegner. Achso, dich kenne ich doch schon mal irgendwoher. Das ist Parryen üben. Ungefähr so. Was war das bitte für ein Angriff? Okay. Verhalten, einen Huf, klasse. Ja, ich finde es ja schön und gut, dass ich jetzt eben ganz viele Items bekomme, aber ich bekomme einfach nicht das, was ich haben möchte. Sprich, Slots. Wie komme ich da? Oh, wie komme ich hier? Ich komme hier nirgendwo hin. Die ist super bescheuert. Ich kann nichts machen in diesem Spiel hier, ohne dass ich irgendwie die ganzen Fähigkeiten habe. Ja, ich sag mal so, also 200 für eine GTX ist halt wirklich, also für eine 1050. Wenn man halt gar keine andere Option momentan hat, dann ist der Preis halt relativ gesehen noch okay. Gibt halt bessere Grafikkarten für mehr, zu Preisen. Und ja, was hat meine 69, hatte glaube ich damals auch 200 gekostet ungefähr. Ist halt so gesehen jetzt nicht das Verkehrteste, in Anführungszeichen. Aber ist natürlich trotzdem irgendwie traurig, dass man für so eine Grafikkarte dann so viel auch blechen muss, in Anführungsstrichen. 200 ist jetzt nicht gerade wenig. Zumindest eine 1050. Wenn halt eine 3060 300 kostet eigentlich. Laut normalen Preisen. Ich habe meine AX 75 damals schon smart gezahlt und die hat bald die doppelte Leistung. Ja gut. Ja, man muss es halt dann selber wieder abschätzen können, ob man momentan die Preise ja erstmal zahlen kann und vor allem zahlen will. Zahlen will wahrscheinlich nicht, aber je nachdem, ob man halt die Komponenten braucht oder nicht, muss man es halt daran abmessen. Wenn jetzt mein Rechner von heute auf morgen die abschießen würde, hätte echt eine Arschkarte, so ein bisschen. Müsste halt, ja gut, solange die Grafikkarte nicht mau sagt, ist es noch okay, weil die normalen Komponenten sind halbwegs in einem normalen Rahmen zu bekommen. Kann ich die komischen Dinger wegpusten? Nee, kann ich nicht. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot, oder? Wahrscheinlich. Wobei, da unten kann man hin. Da ist ein Schlüssel. Gibt so viele Optionen, die ich noch gar nicht mal. Oh Gott, Hilfe, ich fall dich runter. Die ich noch gar nicht machen kann eigentlich. Und ich sehe sie aber schon, das ist irgendwie blöd. Kann ich mich hier am Rand lang glitschen und dahin kommen? Eventuell. Wenn mehr als Leben verlieren kann ich nicht. Geronimo. Ja. Ja, oh. Nee. Okay. Apropos, wo bin ich jetzt eigentlich auf der Karte mal? Ganz kurz gucken. Ja, Westschlossruin, Tempelgebiet, Osttor. Die Ostmauer von Schloss Regalia ist nun eine wichtige Durchgangsstraße zum Handelszentrum von Samiris. Der Spiralturm wurde vor über 300 Jahren aus den Überresten eines erloschenen Vulkans geformt. Aha. Also die Karte sieht schon klein aus, aber die Gebiete, die einzelnen, die sind dann doch relativ groß eigentlich, wenn man es genau nimmt. Die Karte ist doch nicht so klein, wie ich dachte zu Anfang. Weil man hier halt sich im Nachhinein mit den Fähigkeiten so viele Sachen noch raussuchen kann, die man machen kann. Und das ganze Ding hier ist eine fucking Labyrinth-Gegend wieder. Ja, ich habe ja vorgestern habe ich schon gesagt gehabt, ich würde mir auch einen Rechner jetzt schon zusammenstellen. Aktuell. Nur halt die Grafikkarte vom alten Rechner übernehmen. Aber halt die Frage, ob die Sachen entweder günstiger oder noch teurer werden halt in Zukunft. Beziehungsweise ob es Sinn macht, die aktuelle CPU Mainboard Generation zu holen. Wenn eventuell ja, Ende des Jahres nochmal neue rauskommen, beziehungsweise hier ein Refresh quasi. Nur die Sache, das muss man abschätzen können oder sollte man abschätzen. Werden natürlich dann auch ein bisschen teurer sein, aber die anderen werden vielleicht günstiger. Vorherigen Sachen.
Wobei mir halt das Geld da schon wert wäre mit dem, was ich dann drin hätte. Hat die Frage, ob sich das lohnt bei einer 1070 dann. So ein bisschen Bottleneck dann ist, aber naja. Eigentlich, es bringt mir gerade rein gar nichts, gegen die Gegner zu kämpfen, oder? Der einzige wirkliche Grund, den ich habe, gegen die Gegner zu kämpfen, ist doch eigentlich Geld. Könnte bitte nur der, den ich anvisiere, mich auf angreifen? So. So, ich habe meinen Buff, ich will den großen Platt machen. Okay. Einmal den kleinen parryen und dann die großen Platt machen. So gehört sich das. Ja. Aber ich denke mal, solange jetzt ich nicht irgendwie spontan stärkeren Rechner brauche, werde ich auch keine Teile kaufen. Momentan komme ich halt im Stream noch ganz gut hin, mit dem, was ich habe. Aber naja. Ich meine, ich finde es bis heute noch erstaunlich, dass Pat immer noch mit seinem i7 der dritten Generation und seiner 660 vorankriegt und damit auch noch arbeitet. Das ist echt irgendwie interessant. Na gut, er hat sich jetzt, glaube ich, für 2000 oder so irgendwie so ein MacBook-Ding geholt, was stärker ist, was er zum Arbeiten nutzt. Ach, hier kann ich bis zum Kopf drin stehen. Aber am Strand konnte ich nicht bis zum Arsch quasi im Wasser stehen. Ist klar. Wieso fehlen hier manchen Steinen bitte Texturen? Irgendwas stimmt hier nicht. Da spiele ich eigentlich gerade schon wieder zu langsam, wahrscheinlich. Aber je langsamer ich spiele, desto mehr ich mich hier umgucke, desto länger habe ich was vom Spiel. Was kostet das eigentlich bei Steam? Nur so aus Interesse. Ich hab's jetzt kostenlos über Amazon Games immer irgendwann bekommen. Würde es sich lohnen, das auf Steam zu kaufen? Knights. Portal Knights. Knights Adventure? Nein. Quest. Muss ich echt den Apostroph setzen? Wirklich? Knights. Best. Hollow Knight Silk Song to be announced. Hollow Knight. Keine Sinn, dass das Spiel gar nicht gibt auf Steam. Moment. Googeln wir mal ganz kurz. Knight's Quest. Steam. Ach, das gibt's nur über Amazon Games und Kings. Nee, doch. Nee, es gibt es nur im Epic Store und auch nur über Dingens. Amazon Games. Und da kostet es 25 Euro. Okay. Also, ich sag mal so. Bluefire für 16 als Vollpreistitel oder 17 ist bei der Spielzeit ganz gut. Das Spiel hat hier eine ähnliche Spielzeit wahrscheinlich. Wenn ich jetzt weiter rumtrödel, nicht. Aber grundsätzlich hat das eine ähnliche Spielzeit. Finde ich 25 ein bisschen heftig. Gerade wenn man bedenkt, was hier eigentlich für Probleme in dem Spiel herrschen. Fehlende Texturen teilweise. Oder nicht geladene Texturen. Kann vielleicht auch an mir liegen, aber ich glaube nicht. Und ein paar sehr interessante Glitches und Bugs. Also, das Spiel hier ist bis hierhin. Es ist zwar okay und gut, es gefällt mir. Aber es ist keine 25 Euro wert, ganz im Ernst. Das höchste der Gefühle ist wahrscheinlich 15 Euro. Tendiere aber eher zu 10 Euro im Sale. Wenn man Sale-Rabatte nimmt, dann wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, 50% Rabatt auf 12,50 € runter ist ein guter Preis. Da kriegt man ungefähr pro Spielstunde, die man hat, auch. Also pro Euro, den man zahlt, kriegt man auch eine Stunde Spielzeit wahrscheinlich. Vorher so um die 12 Stunden gehen. Aber trotzdem. Das Spiel ist halt ein bisschen dafür sehr unpoliert noch. Ich vielleicht so ein paar Optimizations, Optimisierung, whatever.
Ist schön, wenn mir die englischen Wörter immer einfallen, aber die deutschen nicht mehr. Das ist schlimm. Oh, hier ist so ein Ding. Ich muss sagen, wir gehen die Schatteneffekte hier so ein bisschen auf den Nerv, weil ich nie sehe, wo richtig Boden ist. Aber naja. Kann ich das überhaupt schaffen? Was habe ich eigentlich aus der letzten Truhe bekommen? Mir fällt gerade auf, ich bin hier am Spiral Mountain. Was ist denn das? Auf jeden Fall nichts, was ich jetzt schon nutzen kann, wie ich sehe. Ich meine, das ist die Startfläche dafür, oder? Komm ich da auch nicht rüber? Ah. Die Frage ist, bin ich schneller, wenn ich rolle? Könnte sein, dass ich schneller hochkomme, wenn ich rolle. Nee, auch mit Rollen komme ich nicht. Das heißt, ich krieg noch einen. Habe ich einen Sprint schon? Nee, ich habe noch keinen Sprint. Gehe ich jetzt mal in die andere Richtung gucken oder gehe ich jetzt hier, warte mal. Hier gehe ich weiter Richtung Osten, da muss ich quasi hin. Gehe ich falsch schauen, wenn ich ins Wasser falle? Glaub nicht, nee. Guck mich erstmal hier unten noch weiter um. War da nicht gerade. Hat die Textur geklippt oder war da nicht gerade noch ein riesiger Durchgang? Egal. Ja, auf jeden Fall. Hier auch. Wieder auf der Textur. Ist, also im Verhältnis zu allen anderen Texturen, wo halt die Texturen sind, das hier kann ich als Steintextur durchgehen. Aber okay. So, da oben bin ich angefangen. Wieso bin ich nicht gleich hier in die Ecke gegangen? Weil eigentlich macht das mehr Sinn. Aber hier sind echt wenig Gegner auch geplaced irgendwie wieder. Dann sicher nicht verkehrt, aber irgendwie. Und die Gegner, die da sind, die sind dann irgendwie immer so tanky. Wobei, nicht wirklich, eigentlich. Eigentlich sind die kein Stück tanky. Ah, okay, warte mal, lass mich raten. Hier komme ich hin, wenn ich von der anderen Seite sowieso schon die Pflanzen wegmache. Okay. Hm. Was war das? Irgendwas hat auf mein linkes Ohr gerade gemiaut. Da vorne höre ich rechts ein Slimy. Das ist interessant. Ich würde die Slimes mal gerne nutzen wollen. Hat Samiris eine Stadt? Kann ich in Samiris endlich Sachen kaufen? Verkaufen? Nein, meine Katze war es nicht. Hängt der jetzt hier oben noch irgendwo oder hängt der da unten? Er liegt da mitten im Gras irgendwo vor mir. Ich habe nicht gesehen. Okay. Nee. Meine Katze hört sich anders an. Wenn die miaut, dann ist das eher ein penetrantes Miauen. Dann hört es auch nicht auf, bis sie erhört wird. Hm. Wird auch ein Gen gewesen sein. 20 für eine GTX 1650. Hm. Ja. Ja. Hm. Das Problem ist halt echt der Mangel und die Not. Ich würde für eine 1650 nicht das gleiche Geld zahlen für das, was eine 3060 offiziell wert sein soll. Wenn keine Reseller- und Scalper-Preise wären. Weil das, glaube ich, die beide sind eigentlich das gleiche, aber egal, was ich meine. Notgedrungen, wenn ich jetzt wirklich eine bräuchte und keine anderen Optionen mehr habe, eben weil mein Rechner abgeraucht ist. Und ich wüsste keinen, wo ich privat eine andere herbekomme. Dann, ja, müsste ich wahrscheinlich den Preis bezahlen. Ah, hier oben noch eine? Okay, ich komme hier echt nicht schneller hoch. Verdammt. 1650 ist halt jetzt auch nicht das Geilste, muss man sagen. Mit was zieht die 1650 gleich?
Das ist doch eine 2060, nur ohne ATX wahrscheinlich. Also hat die gleiche Stärke wahrscheinlich wie eine 1070. Ungefähr. Feldweg. Ach komm. Ich finde es immerhin schön, dass die Dinger direkt One-Shots sind, wenn ich sie in diesem Fall treffe. Ist es schön. Ist ein wenig schwächer als die AX 570. Ja, gut, ich habe keine Ahnung von den AMD-Karten, muss ich dazu sagen. Du kannst mir höchstens Vergleiche geben mit Nvidia-Karten. Oh Gott, falscher Knopf. Ach so, ich habe den komischen Feuerzaubertypen vorhin platt gemacht, aber es war nur ein normaler Gegner. Wie es erklärt wurde, eine Gegner vorhin auch. Ach, scheiß drauf. So. In der Truhe war der Gegenstand Waldfrucht, oder passt nicht in dein Inventar. Vielleicht sollte ich später wiederkommen, wenn ich mehr habe. Habe ich nicht noch Waldfrüchte? Muss sowieso mal was essen, von daher. Komm. Waldfrucht hier nehme ich wieder mit. Das Inventar ist halt echt hier extrem bescheiden. Sagen. Ist nicht gerade geil gelöst. Was habe ich eigentlich auf der Karte angezeigt? Habe ich das eigentlich gelesen? Ja, habe ich. Feldweg. Hat keinen Flavortext. Schade.